Päp ist übrigens nicht geizig, das hat mal irgendjemand gesagt, das sei geizig, das stimmt nicht. Päp ist, wenn man wenig hat, das Wenige zusammenheben, dass nichts daneben ausgeht, nichts verkommt, nichts verschludert, nichts verdirbt. So wohlhabend, so gut situiert, wie wir heute sind, war es bei uns im Schwabenland nie. Und meine Oma zum Beispiel, ihr glaube nicht, wie päp die war. Selbst wenn die ihr frisches Brot backen hat, dann hat die uns mit dem uralten Brot, das war dann etwa eine Woche alt, weil sie bloß einmal in der Woche backen hat, ja, mit dem alten Brot hat die mir in die Schule geschickt. Oma, warum hast du mir so uraltes, hartes Brot mitgegeben? Herr Hans, das ist doch ganz klar. Wenn ich dir ein neues, ein gutes mitgebe, dann isst du das im Ofenstand, schon vorher, weißt du? Aber wenn du so Altbaches dabei hast, das magst du ja nicht. Das hast du dann nur, wenn du wirklich Hunger kriegst. Und das ist eben die Päbe-Art, wie wir sind.